So, wir kommen von der Bronze zur Bronze. Dieses Mal ist es allerdings deutlich ältere Bronze. Wir sind nämlich ungefähr vom 2. Jahrtausend nach Christus ins 2. Jahrtausend vor Christus gesprungen. Hier gibt es nämlich ein paar schöne Waffen zu bewundern. Das hier sind Speerköpfe. Die werden hier als G klassifiziert. Das ist, wenn man auf den Schildern guckt, das letzte Zeichen in der oberen Reihe. G kenne ich persönlich so als Hellebarden oder als, ja, man nennt sie auch Speeräxte. Und das waren eigentlich die dominierenden Waffen während der Bronzezeit in China. Es gab zwar dann später, besonders in der Zeit der streitenden Reiche, auch schon Schwerter, davon zeige ich euch gleich auch noch welche, aber die hauptsächlich genutzte Waffe waren halt ja, Stangenwaffen oder Langwaffen, so wie Ge oder Mao. Mao sind Speere. Und die hatten, so wie das natürlich üblich ist bei Hellebarden oder Speeren, hölzerne Schäfte oder Stangen, die natürlich nicht erhalten geblieben sind. Und dann bronzene Köpfe. Und die, die ich hier jetzt zuerst mal zeige, das sind sehr einfach gehaltene. Ich weiß nicht, die sind ein bisschen. Also meiner Meinung nach könnten es auch Speere sein. Es müssten nicht unbedingt solche Hellebarden sein. Das klassische Gür, wir haben ja eins aus der östlichen Zhou-Zeit. Hat nämlich eher diese Form. Da sehen wir uns zugewandt die Halterung, wo der Schaft durchgesteckt wurde. Und dann wenn man die Waffe insgesamt hat, eine zur Seite abgehende Klinge. Und dann noch einen Klingenteil, der nach unten, also den Schaft entlang geführt wird. Bei dem Teil, der jetzt nach rechts zeigt, das ist halt der, der am Schaft nach unten zeigt sozusagen. Können wir noch ja, ein Loch sehen sozusagen. Da war wahrscheinlich eine Bindung angebracht, um dann halt die Befestigung zwischen der Stange und dem eigentlichen Stichblatt ja, zu stabilisieren. Wenn wir jetzt nach rechts kommen, sehen wir Waffen von einer sehr ähnlichen Machart wie der, die wir zuerst gesehen haben, auch Gür. Diese sind allerdings, zumindest das linke, ganz anders gearbeitet. Also wir haben hier durchbrochene Arbeiten. Im hinteren Teil zum Beispiel. Es sieht ähnlich aus wie eine Kaulquappe, würde ich sagen, aber stark stilisiert. Und dann haben wir im oberen Teil rund um das Loch herum, wo keine Durchbrucharbeiten sind, haben wir eine, ja, Maskendarstellung, die man auch von Bronzegefäßen kennt. Es ist eine Ausprägung des sogenannten Tautier-Dekors. Und dieses Tautier-Dekor, man weiß noch nicht genau, was es bedeutet oder was es zu sagen hat. Die Bezeichnung Tautier für diese Art von Muster ist auch nicht zeitgenössisch, sondern die ist diesen Objekten mit diesen Mustern erst in der Handzeit gegeben worden, also deutlich später. Und ja, deswegen weiß man gar nicht erstens mal, wie die Leute selber dieses Dekor genannt haben während der Shang-Zeit und der Zhou-Zeit. In diesen Zeiten war dieses Tautier-Dekor überall weit verbreitet und man weiß auch nicht wirklich, welche genaue Bedeutung es hatte. Also hier sehen wir als wichtige Bestandteil des Tautier zum Beispiel die Augen, die links und rechts von der großen kreisförmigen Öffnung sind. Das sind so kleine erhöhte Ringe und von uns aus gesehen unterhalb dieser Augen sieht man zu den Seiten hin ausgeklappte, man sagt dazu meistens Kiefer oder ja, vereinfachte oder verkürzte Darstellungen des Körpers. Im Grunde genommen sieht man dieses Tautier-Dekor von vorne und
Es wird oft, aber nicht immer, ein ganzer Körper oder ein ganzes Tier dargestellt. Natürlich, weil man von vorne guckt, nimmt der Kopf und das Gesicht den größten Teil ein, aber die folgenden Körperteile, Vorderbeine, Hinterbeine, Rumpf, es wird teilweise zur Seite hin ausgeklappt. Aber hier ist es, wie gesagt, sehr stark vereinfacht und man könnte jetzt nicht mit Gewissheit sagen, welche Teile unterhalb der Augen dargestellt sind. So. Also dann haben wir zur Spitze hinzulaufend, haben wir noch ein, ja, ich würde sagen, fischgrätenähnliches Dekor, das durchbrochen gearbeitet ist. Und insgesamt das Tautiermuster und die Zacken oder diese Zähne dieser Fischgräten, die sind auch nochmal von einem feinen Muster unterlegt. Das ist das sogenannte Leiwen, das Donnermuster oder das Blitzmuster. Das wird oft als Unterlage für oder als Hintergrundmuster sozusagen genutzt.